Wir möchten unseren Patienten helfen, dass sie einen neuen Lebensstil entdecken können, dass sie vielleicht alte, hinderliche Lebensmuster, Denkmuster, Verhaltensmuster ablegen können. Ich hatte vor absolut allem und jedem Angst, ohne dass mir es eigentlich angesehen wurde, oder? Man hat es mir gar nicht angemerkt. Es war wirklich Angst vor dem Tod, Angst vor dem Leben, Angst vor allem. Mi sentivo molto depresso, perso in un labirinto di piena oscurità. Per me era l'ancora di salvezza questo luogo. In den meisten Fällen ist es dann irgendwo auch eine Reise in eigene Krisengebiete. Das erfordert natürlich viel Mut und viel Zuversicht, auch Vertrauen in die Einrichtung. Vor allem Zwangsgedanken habe ich ganz stark gehabt. Und das in der Mittelschule so entwickelt. Und das ist von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. La persona quando arriva è in uno stato di crisi acuta. E quindi ha bisogno di tempo e di pace per ritrovarsi. Wenn die Patienten bei uns kommen, fällt mir auf, dass sie oft sehr unsicher sind, dass sie Angst haben, weil sie auch nicht wissen, was sie erwartet. Also von Tag 1 an haben mich alle sofort aufgenommen. Also es wirkt wirklich wie eine kleine Familie. È sicuramente un'esperienza di tipo relazionale, offre tantissime attività, oltre alla terapia stessa individuale, la terapia di gruppi. Es war schwer, aber es war sehr hilfreich. Ich habe mich hier sehr geborgen gefühlt. Verschiedene Charaktere prägen die Gruppe, und das ist das Spannende an der Gruppenarbeit. Es gibt ganz bunte Charaktere, bunte Farben, bunte Mischungen. Einfach keine Energie an mir gehabt, keine Lebensenergie. Und dann bin ich daher gekommen und es ist eigentlich mit dem ersten Durchschuss besser geworden. Ich habe mich da gleich aufgehebt gefühlt, einfach wohl gefühlt und geborgen gefühlt. Das erste Mal in meinem Leben. Il guardarsi dentro in modo autentico può portare ad un nuovo benessere. Ich hätte fast meine Familie in Ruin getrieben. Dank der großen Tochter, die ich gesagt hat zur Frau, der Tata wird sich schon ändern. Und das ist mir gelungen und ich bin halt sehr stolz drauf und dankbar. Es sind wunderschöne Momente, mit dabei zu sein und beobachten zu können als Therapeut, wenn hinter diesen Symptomen, hinter den Krankheiten, hinter den Schwierigkeiten ganz charismatische Persönlichkeiten wieder zum Vorschein treten. Nach Bad Bachgard war ich einfach wieder ich. Also ich bin wieder offen zu Leute zugegangen, habe wieder lachen gekannt. Sono felice. Das Wichtigste ist, es anzunehmen und die Courage zu haben, das anzugehen. Bachgard ist Gemeinschaft. Geduld und Zuversicht. Letztendlich geht es immer um Beziehung, Beziehung, Beziehung.